Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Vorschau Nummer 6 von Gabbage. Und ja, wir wollen mal gucken, noch mal rein hier, wie es hier weitergeht. Wir waren auf dem Spielplatz, müssen da was erledigen, haben zwei Typen hier. Einer ist jetzt noch hundemüde hier an der Stange, kann nicht schlafen, aber kein Bett haben. Das müsste man erstmal fertig kriegen, damit er zwei Schlafstätten haben. Aber Hunger hat er, glaube ich, auch. Oder wie war das? Beide haben sogar Hunger. Darum müssen wir uns dann nach dem Intro kümmern, ne? Bis gleich. Also, noch ganz kurz, die Videoqualität ist natürlich unter aller Sau auf Deutsch gesagt. Ich kann es aber leider nicht ändern. Ich will es aber noch kurz vorstellen und naja, ich glaube, es ist auch die letzte Vorschau von diesem Spiel dann. Bis dann. So, dann wollen wir uns das Ganze mal angucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Er pennt jetzt hier, ne? Er steht aber auf. Jetzt müssen wir ihm mal sagen, geh du mal pennen. Macht er, glaube ich, auch. Und er soll nicht trainieren. Er soll mal Essen kochen, wenn es geht. Geht aber nicht. Blutmond. Was heißt denn Blutmond für uns? Gibt es einen Angriff oder was? Oh, keine Ahnung. Ja. Skills hat er. Essen kann er nicht kochen. Er geht schlafen, während der andere jetzt trainiert. Aber eigentlich ist er schon selber ausgeruht, glaube ich. Ja, sieht so aus. Das ist er und das ist er. Er müsste jetzt einen Stufenaufstieg gleich haben, wenn er das Richtige trainieren würde. Ne? Macht er aber gerade nicht. Okay. Warte, dann müssen wir jetzt ihn mal angucken. Er macht jetzt die Liegestützen. Das ist das Blaue, aber jetzt hat er ein Level abgehabt. Oder? Okay. Ja. Wer ist denn jetzt wer hier, ne? Ach, er hat da oben den Stufenaufstieg. Jetzt sehe ich's. So. Sprengender Tritt. Also kann er gar nicht. Hier unten kann er nur. Und das ist stehlender Schlag. Ja, den haben wir jetzt hier, ne? Ach so, der ist noch da. Wir können den auf Blocken umändern zum Beispiel. Das können wir jetzt lernen. Und da kein Skill zugefügt. Das machen wir jetzt mal, ne? So, das haben wir jetzt. Ich hoffe, das ist jetzt so abgespeichert. Und jetzt gucken wir weiter. Ja, der hat schon Kohldampf ohne Ende. Wir brauchen was zu essen. Das heißt, wir gehen auf die Karte und schauen zu, dass wir hier im Vorort zum Spielplatz gehen und mal schauen, was wir hier noch machen können. Junko, Wepi, so ein lustiger Ort zum Abhängen. Okay. Geodepa haben wir benötigt. Krackpfeife, okay. Elmo. Das ist der einzige Ort, an dem ich meine Kinder sehen kann. Meine Frau hat sich von mir scheiden lassen und mich mit meinen Kindern nicht mehr sehen lassen, okay. Bestätigen. Versuchen Sie mich zu blitzen. Sir, ich werde Ihnen in die Eier schlagen. Okay. Sehr interessant. Jetzt muss ich nur gucken, wer der Bessere ist. Oh, er ist natürlich jetzt nicht ausgeruht. Aber er ist tatsächlich so oder so der Bessere. Kann ich beide nehmen? Ja, ich kann beide nehmen. Kampf. Oh Gott, das kann doch keiner dann, oder? Der erste ist schon K.O. Kann er noch? Kann er nicht? Kann er was? Es passiert nichts. Kann er noch was? Der hat einen Knaller gehabt. Krass, oder?
Ja, leider haben wir es nicht geschafft. Ja, dann ist das schlecht, ne? So, wir sind wieder hier. Das ist er. Er kann ja da mal trainieren gehen. Ja, Essen haben wir immer noch nicht gekriegt, ne? Das wird jetzt ernst. Wir könnten eine Fackel bauen, bringt uns aber nichts. Das geht nichts. Pflanztopf, den können wir bauen. Dann bau doch mal einen Pflanztopf. Wer baut den denn? Keiner? Ach, der ist schon gebaut. Können wir was pflanzen? Demontieren. Sind das Bohnen? Ne, Gurke. Okay. Kann mal einer eine Gurke pflanzen und er ist gestorben, oder wie sehe ich das? Ja. Und er wird kurz danach sterben, weil er nichts hier. Ja, jetzt kann ich das anwählen, aber ich kann nichts machen, glaube. Hier wächst jetzt was, oder wie sehe ich das? Willst du den Grand Theft Tasche eventuell nehmen? Ja, pff. Wofür wirst du kämpfen? Ich brauche was zu essen. Ja, geht nur dafür dann, alles klar. Papier. Prepare for fight. Okay, er ist wenigstens ausgeruht. Ne, ist er nicht. Aber ein bisschen geht. Okay. Okay. Kriege ich den denn auch runter oder nicht? So, jetzt noch ein Schlag und dann habe ich ihn aber. Bevor der mich hat, ne? Der hat mich aber gleich, oder? Ja, der hat mich, das war's. Okay, es ist nichts drin. Ja, haben wir Pech gehabt, ne? So, jetzt haben wir unseren starken Charakter tatsächlich verhungern lassen. Das war ja wieder super gut. Und was macht er jetzt hier? Gute Frage, ne? Oder ist das der starke? Nein. Okay. Die Gurken sind auf 28. Das geht ja schon mal. Ja. Ich kann mal Kochtopf nichts machen. Und da er Hunger hat, allerdings ist der noch nicht rot, werden wir da wahrscheinlich gleich auch noch das Problem haben, dass das nicht klappt. Schade, ne? Müssen wir mal schauen, wie das wird. 14 Stunden sind das noch hier, bis der Invasion kommt. Okay, wir machen da mal weiter, wo wir aufgehört haben, weil das ist hier gleich auch dann eine Etage weiter. Das ist ja auch gut so. Und okay, Level up, oder? Jetzt sag nicht, da, dieser Hauch fehlt jetzt wahrscheinlich, ne? Ist klar. Wie sieht's hier aus? 9 Stunden. Was ist das denn hier? Kann ich da hochklettern? Okay, kann ich wohl nicht. Ja, aber gut zu wissen, ne? Machen wir gerade da weiter. So. Skillbaum. Die große Mauer. Lernen. Weiter geht's. Ja, er muss jetzt pennen und wenn er gepennt hat, dann müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Auf jeden Fall nicht trainieren, weil ja wahrscheinlich die Garbage-Invasion abwarten und gucken, was da passiert, ne? Hoffentlich erholt er sich in der Zeit noch voll. Das wäre wichtig.
Ja, sieht gut aus. So, da ist die Garbage-Invasion. Okay, wir sind einen Tacken stärker wie der und hoffen, dass es alles so klappt, wie wir uns vorstellen, ne? Ja, wir haben gleich schon eine neue Mütze und das war's, ne? Ich glaube, weglaufen oder so kann ich gar nicht. Oder hätte ich hier hinklicken müssen? Naja, wir sind kaputt auf jeden Fall. War nicht so der tolle Hit, ne? Wir haben immer noch Hunger. Aber die Gurke ist gleich fertig. Schauen wir mal. 97. 98. 100. Ja. Das geht nicht. Kann ich denn jetzt hier... Ich pflanze die wieder an. Und wo komme ich jetzt ans Essen? Nicht gar nicht, oder was? Wo ist denn die Gurke geblieben? Habe ich jetzt nichts in meinem Inventar, oder was? Pflanztopf, nicht genug Ressourcen. Ja, ich weiß nicht, was jetzt unser Problem ist. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir jetzt verhungern. Ja, sieht nicht gut aus, ne? Der dampft schon so komisch. Hätte ich da was abnehmen müssen? Ist die verfault? Ich weiß es nicht. Perfekte Zutat für einen Topf. Ja, hier gibt es leider nichts. Geh doch mal hier hin. Okay, es ist jetzt eingestellt, weil gefroren. Alles klar. Stinken tut er auch. Ich glaube, er kann gar nichts mehr machen. Fackel können wir auch nicht mehr bauen. Das war's dann für uns, würde ich sagen. Und da ist er auch gerade gestorben. Ja, das war eine kurze Geschichte, würde ich sagen. Wie wir Proton sehen, hat es dann noch nicht gereicht, dass wir das Video sehen, was da gerade läuft. Aber naja, okay, dann ist das so. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Aber nicht in dieser Version, dieser Vorschau. Das lassen wir mal besser. Das hat ja auch gar keinen Sinn mit dem Geruckel. Ich sag mal recht herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und gerne Kommentare, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und auch gerne dann die Glocke anmachen, damit ihr mitkriegt, wenn ich andere Videos hochlade. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr einen Daumen hoch gedrückt habt, das Abo habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.